Hallo liebe und herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Wer ganz bestimmt schon Titel nehmen konnte. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Werden wir heute einen... Ja. Wir haten diesen Vlog. Und zwar einen Shopping-Vlog. Und ich hoffe, du vergisst deine Maske nicht, sonst können wir alles knicken. Ja, und wir fahren heute nämlich nach Hamburg, weil... Erklär mal kurz. Also ein guter Freund, Aldin, ihr habt den bestimmt auch schon mal kennengelernt. Und der fährt, wie gesagt, nach Hamburg und hat da einen Dreh. Ja. Und hat uns gefragt, ob wir nicht mitwollen und so. Also er macht sein Ding, wir machen unser Ding. Aber wir fahren halt zusammen hin und fahren auch wieder zusammen zurück. Genau, ich mache den Marker kurz auf. Nee, das ist Post. Ah, okay. Wofür genau ist das jetzt? Für, dass mein Kind nicht stirbt. Weil es geht darum, dass der Anschnaller sonst, also wenn du halt so eine Wucht der ist nach ja vorne sonst hier. Kommt, genau, dann ist er ja da vorne und dann hast du so eine Wucht und dann kann es das passieren, dass dein Kind davon zerquetscht wird. Okay. Also aber ich fahre vorsichtig, generell. Ja. Also deswegen sind die da, also dafür ist es da und natürlich soll es angenehmer sein. So, wir sind angekommen und also wurden jetzt gerade rausgeworfen am Europa Center. Da sind wir irgendwie, also hier sind wir irgendwie das Mal, wenn wir halt in Hamburg sind. Und ich kriege jetzt schon schlechte Laune bei den Leuten. Und wir sind jetzt ein bisschen weiter vorne rausgeworfen worden. Also wir müssen jetzt kurz am Europa Center laufen. Weil man da auch nicht anhalten konnte mit dem Auto. Weil auch Baustellen sind. Ich muss extrem krass pissen. Ich auch. Weil ich den Tee gerade wieder getrunken habe. Ja, deswegen müssen wir ganz schnell, also da drinnen dann kurz noch auf Toilette gehen, bevor wir hier alles beginnen. Oh, meine Haare sind so schwer, weil sie sitzen wie total kacke. Ich hasse das. Was ist los? Meine Haare sitzen wie scheiße heute. Jetzt müssen wir unsere Masken rausholen, weil Maskenpflicht logischerweise. Platz doch nicht. So, wir waren jetzt auf Toilette. Und noch richtig angetottert, weil wir uns die Hände gewaschen haben. Ja, wir haben uns die Hände gewaschen, kurz Haare gekämmt an dem Spiegel. Und dann hat sie... Raus. Also nur ganz kurz aufhören. Ist okay. Ich hatte ja die Maske auf. Ja, ich auch sogar. Ich bin auch freundlich geblieben. So, wir sind jetzt in Hollister Unterwäscheabteilung. Die gibt es auch nur hier. Ja. Die gibt es nicht in Berlin. Also, vielleicht irgendwo? Aber keine Ahnung wo. Und ich habe mich so gefreut, dass wir herkommen. Meine Stimme. Was war denn da los? Hast du es gehört? Ja. Es ist ein Frosch im Hals. Ja. Ich bin so froh, dass wir hier sind, weil jetzt kann ich endlich wieder das anziehen und drin. Die haben ja ganz süße Schlafanzüge. Ja. Oh, das gefällt mir aber. Das mag ich ja. Sowas trage ich ja immer ganz super. Ja, ich mag. Mit Spitzen. Oh, ja. Boah, das ist aber wirklich. Was ich richtig schön finde. Nee, weiß ich das nicht. Das hier. Das ist so ein Hauch von Nix hat. Das ich auch, ja. Das sieht immer so sexy aus, finde ich. Ja! Ah, guck mal hier. Ja, ich ziehe auch. Das ist auch voll schön. Ja. Da, das hat sie da an. Wir sind jetzt hier in der Kabine, in so einer. Ja, so eine Doppelkabine in so einer großen und ich habe jetzt gerade so einen Schlafanzug an. Irgendwie total niedlich. Also der Stoff ist echt schön. Aber so richtig, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Deswegen glaube ich, werde ich nochmal gucken, ob ich irgendwie noch was anderes finde. Weil so eine Hosen, ja, davon habe ich schon, also von so einer Hosen habe ich bestimmt schon 3, 4, oder? Ja. Deswegen ist jetzt Schwachsinn, noch so eine zu holen. Der Stoff hat mich nur angesprochen, das war halt so weich. Ich weiß keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ja. Sieht aber hübsch aus. Ist jetzt eine M. Oh, das ist aber schon eng aus, wa? Ja. So ein bisschen. So eine L wäre mir zu... Sieht ein bisschen aus, ob das hier so drückt hier oben. Nee, es drückt nicht. Nein? Okay, dann sieht es so aus. Okay, da ist das Blau da. Ja. Aber irgendwie süß. Das Hellblau steht hier total auf den Haaren, in der Hautfarbe und so. Ich hab's auch im Schwarz. Also ich hatte jetzt gerade noch das Oberteil an. Das sah ganz süß aus. Aber es haut mich jetzt irgendwie nicht um. Zumal es kostet jetzt 35 Euro und es hat nichts Besonderes. Und denke ich mir nur so, nein, für das Geld kriege ich auch noch einen richtig schönen BH. Und so, wir sind jetzt beim India. Und ich hab Hunger. Und ich habe mein Essen dabei. Ja, Mama hat Essen dabei. Hier steht zwar überall, dass man nicht sitzen darf, aber wir sitzen alle hier, setzen wir uns auch hin.
Gruppenzwang. Das hält sich keiner dran. Ich glaube, das hatten sie irgendwie am Anfang und dann kriegst du das auch nicht mehr ab. Und dann haben sie es einfach gelassen, haben es wieder geöffnet, aber noch nicht abgenommen. Ihren Tisch bitte selbst desinfizieren. Hier bitte während des Verzehrs und Speisen und Getränken sitzen. Also geht's doch. Ja, es geht. Aber, hier darfst du sitzen, hier nicht. Hier darfst du sitzen, hier nicht. Yes. Da. Aber die halten sich halt nicht dran. Ja, für mich gibt's Kuhkacke. Kuh, Scheiße aller Kotze. Sieht so eklig aus, aber es schmeckt. Aber jedes Mal, der sieht aus wie so ein hardcore scheiß Fladen, ey. Mein Essen sieht aber auch immer doll aus. Ja, also wir essen hier richtig eklige Kacke, die überhaupt nicht Instagram aber gesund. Ist. Nee, ist es nicht. Wo ist denn der schöne Salat? Ja, geizen rum hier. Ich meine ganz ehrlich, dabei ist es immer nur so ein... Ja, bei der Salat, aber ist ja egal, war ja trotzdem einer dabei. Ja. Na egal, wir essen es jetzt, sind wir glücklich. Ja. Kann ich unten warten, bis Aldin mich wieder abholt. Was ist das für eine Sorte aus? Weiße Schokolade, Erdbeer und Cookies. Ja, da, guck. Danke. Ja, nicht wundern, aber ich schreibe gerade mit meinem Freund. Man muss ja nicht alles sehen. Ja. Nee, darum geht's nicht, aber man sieht sonst den Instagram-Namen. Ah. Mm. Und dann das Wasser mit Privatsphäre, weißt du? Deswegen. Wir werden jetzt rausgehen und draußen ein bisschen bummeln gehen, ein bisschen shoppen gehen, noch ein paar Instagram. Rauchen, ey. Ein paar Instagram-Bilder und so. Ach so, ich wollte eigentlich noch in diesen einen Laden, wo ich oben noch diese Glaskaraffe gesehen habe. Kommen wir da später nochmal hier? Keine Ahnung, gleich. Okay. Zicke. So, wir warten jetzt vorm Laden. Das ist eigentlich eine relativ kleine Schlange. Aber hier wollten wir unbedingt rein, weil hier waren wir auch letztes Jahr. Die haben echt schöne Sachen. Ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen an Bershka. Ja, ist auch 1:1 die Bershka, nur teurer. So. Also ein bisschen hochwertiger. Stimmt, ist halt so eine Boutique. Nicht so kinderarbeitmäßig, sondern. Ist halt so eine sehr süße Boutique. Ja, genau. Wie da. Aber wir wollten zuerst in die gehen, wo wir jetzt sind. Nicht so lange anstehen müssen. Nee, da müssen wir nicht. Ich fand die Sachen da drin auch. Ja. Die hatten auch so Kleinigkeiten, so Zopfgummi. Mm, genau. So super süße. Ist wahrscheinlich. Krimskramsladen noch so ein bisschen. Wir sitzen drin. Und Mama hat sich hier schon einen Jeans ausgesucht. Aber ich find die sau cool. Aber die ist potthässlich. Also unten an den Beinen. Aber lass mal da hängen. Das geht gar nicht. Also auch die Farbe und so ist richtig hässlich. Schon so voll 70er. Hässlich, ja. Wie auch mega niedlich sowas war. Auch hier sowas würde dir auch voll stehen. Ja, aber nicht mehr jetzt. Nee, jetzt mit dem Bäuchchen, wo es auch süß ist. Nein. Ja, okay, ich weiß, das magst du. Ja. Es sieht halt bauchfrei mit dem Babybauch. Sieht halt einfach nicht gut aus. So, wir sind jetzt in Urban Outfitters. Keine Ahnung, ich hoffe, es ist so ausgesprochen. Und davor wollten wir so eine andere Boutique, sag ich mal. Und das war ein schlechter Witz, war das gerade. Und ja, wir standen halt so ganz kurz an, so. Also es waren zwei Leute vor uns. Und naja, dann hieß es so. Und dann hieß es so, ja, habt ihr Termin? Ich so, nee, habt ihr Termin so. Und dann, ja, ich guck mal, weil ob es voll ist, weil ihr müsst, also ihr bräuchtet eigentlich einen Termin, weil wir haben es mal anders geregelt. Alter, wie geil ist das denn? Die haben ja echt so 70er Jahre Jogging. Wie cool ist die denn? Guck mal, die grüne hier mit dem Beil. Ja, die ist ja echt nice. Die haben so coole Shirts. Hier ist auch so eins. Also so Pullis, die halt auch so richtig schön kurz geschnitten sind. Ich weiß nicht, du machst das jetzt gerade so ein bisschen länger, wegen Babybauch und so. Aber hier ist zum Beispiel auch sowas. Sowas liebst du doch. Nein? Ich finde das mega cool. Du hast auch viele Pullis, die halt so kurz geschnitten sind. Das meinte ich, die haben alles irgendwie gerade ein bisschen kürzer, aber das war wahrscheinlich einfach ein Poloshirt und das haben die, glaube ich, gemacht. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Das ist irgendwie witzig. Ich werde diese Jacke mal anprobieren, wie das aussieht. Das habe ich doch als Shirt. Ja. Die meint, es ist weiß und ein bisschen was anderes drauf. Aber schon cool. Mhm. Pass auf, deine anderen Boobs sieht man von unten. Cool oder doll? Doll. Ja. Ich habe es irgendwie... Sorry, Mann, meine Nase. Riech mal, kennst du den Geruch, wenn es nach Second Hand riecht?
Ja. Oh, ich mag ja diesen, also ja. Ich bin ja 81 geboren und alle 90er Kinder haben damals immer so Jogginganzüge getragen in dem Stoff. Ja. Also so mit 10, 11, 12 ja. Kennt jeder mit diesem Muster, so irgendwie 90er. Und das ist halt genau dieser Stoff, weißt du, dieser Jogginganzug, dieser 80er, 90er Jogginganzug. Deswegen mag ich das, weißt du, ich meine, ich ja. Mag es einfach, weil ich es kenne. Ja, ich weiß. Ich wurde zugetaggt. Na, wo sind wir? Das haben wir finally. Sehr schön. Ja, und jetzt gucken wir hier. Jetzt sind wir noch bestimmt ein paar schöne Klötchen. Okay. Also ich finde das Outfit, ich finde das eigentlich... Das ist total schlimm, mach mal, hör auf. Aber zieh mal das da unten mit der Enge da, die Lappen. Findest du das wirklich so schlimm? Ja, natürlich, sieht aus wie ein Michigan-Rapper. Was? Das geht nicht. Das sieht so sehr schlimm aus. Findest du das wirklich schlimm? Ja, das sieht total schlimm aus. Ich finde das so geil. Ich finde doch diese Bauchtasche einfach total geil. Das ist so cool. Mein Gott, bist du doll. Ja, du, guck mal, was du anhast. Das ist cool, Mann. Komm mal her. Nee, so, wir sind jetzt noch ganz kurz in Starbucks gegangen. Und ja, keine Ahnung. Mama, bist du eigentlich nochmal auf Toilette? Ich auch. Aber. Keine Ahnung, ich will, Mann. Finde den Fehler. Ja, maximal 2 Personen, also rum sind 10. Auf jeden Fall will ich eigentlich auch was holen, aber ich muss dann pinkeln. Also wir sind jetzt im Auto und sind schon auf dem Weg nach Hause. Ging sehr schnell, also wir waren noch kurz in der Passage, sind auch kurz auf Toilette gegangen. Und dann sind wir auch schon ins Auto gestiegen. Mal schon auf. Und sind ins Auto gestiegen. Jetzt fahren wir ungefähr noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Ach, echt? Eine Stunde ab. Boah, das ist aber schnell. Man guckt einfach, wo wir fahren. Krass, ey. Boah, ist aber schnell. Ja, wir sind endlich daheim und ich habe mich jetzt auch schon ganz, also wir liegen, also ja, wir haben die Kamera jetzt eine Stunde später angemacht, weil wir sind angekommen. Ich habe jetzt gerade Abendbrot gegessen. Mama hat kurz gegessen, ich habe mich erstmal hingelegt, weil dann habe ich erst gemerkt, wo ich angekommen bin, was für harte Rückenschmerzen ich eigentlich habe. Ach Gott. Ja. Ja, ja. Autofahren, ja. Ich glaube einfach vom ganzen Tag laufen. Ja. Oh nein. Ja. Und ja, deswegen haben wir jetzt und also ich habe mir vom Wortkack, ey, ich habe mir mein Gesicht auch schon abgeschminkt, den ganzen Tag geredet, ne? Ich habe jetzt mein Gesicht auch schon endlich abgeschminkt. Mama schminkt sich jetzt ab und ja. Ich muss auch schnell ins Bett, weil morgen früh kommen die Handwerker, ja. Machen die Dusche. Also wieder Energie tanken für morgen und dann ja, kann die Woche gut starten. Also es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Und, ja, wir ja, das haben, fand ich auch. War halt nur sehr anstrengend wegen der ja, Ausnahmezustand, wegen Corona. Es ist halt ziemlich nervig halt mit den Masken und da und hier anstehen und dann, deswegen ist es sehr das ist nervig. Ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal auch ein Ende hat. Ja, vielleicht lockert sich das ja irgendwann, wenn die Infektionen nicht so steigen. Aber mal gucken. Also, das dauert ja, noch ein bisschen. Ja. Restaurants haben wir jetzt auch wieder geöffnet. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das unbedingt mit einem dicken Daumen nach oben. Mit einem sehr, sehr dicken Daumen. Über nette Kommentare würden wir uns sowieso mal wieder freuen. Ja, mega, mega freuen. Ja, ich hab's ja lieb. Mega, mega lieb. Und voll diese Stelle von uns jetzt sein. Ciao. Oh, müde. Dieses Knacken immer, ey. Aber alles muss ich jetzt knacken. Ah, guck das, mal, warte das, mal. Das klingt immer so ungesund, wenn warte. Du das machst. Oh, das heißt nicht, wenn es tut. Aber es geht nicht. Weil zum Glück. Hier, sonst reißt mein Bauch auf. Weil ich den so an. Das war mein Finger. Nee, klappt nicht. Zum Glück. Ja. Ich hasse es. Wenn sie, oh. Oh, ja, gut. Ja, musste sein. Nachti. Ich leg jetzt auf. Ja. Ich leg auf. Ich leg jetzt auf. Nacht.